Unmittelbar nach Schulanfang wurde am 9. und 10. August bekannt, dass sich insgesamt 4 Schüler mit dem Covid-19-Virus infiziert haben. Die 4 Schüler kommen aus derselben Familie. Sie waren im Türkei-Urlaub. Zwar war der erste Test nach der Einreise negativ, der zweite fiel jedoch positiv aus. Die wenigen Kontaktpersonen sowie die Kinder selbst müssen sich in eine 2-wöchige Quarantäne begeben. Geschlossen wurden beide Schulen nicht. Der Unterricht findet wie gewöhnlich statt. Auch Gesundheitsexperten sind für die Einhaltung der Hygienepläne, um Infektionen weitgehend auszuschließen. Also im Fall der Rostocker Schulen habe ich mitbekommen, dass der Unterricht teilweise im Freien abgehalten wurde. Und das ist sehr beruhigend. Wir können annehmen, dass keine weiteren Infektionsfälle auftreten werden. Vergangene Woche wurden die ersten Schulen in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund positiver Corona-Tests komplett geschlossen. In Geil-Müritz mussten rund 200 Menschen in Quarantäne. Am 13. August wurde jedoch festgestellt, dass der Test in Geil-Müritz fehlerhaft war. Die Probe war mit biologischem Material verunreinigt. Das vermeintlich positiv getestete Kind hatte sich nie mit dem Covid-19-Virus angesteckt. Die Quarantäne aller Personen wurde mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die Grundschule in Geil-Müritz öffnete bereits am 14. August wieder.